Ja, ich kann sagen, die Veranstaltung ist, es ist ja die fünfte jetzt, entstanden seinerzeit vor 5 Jahren, also als ein Seminar auf Basis meines Buches Induktives Schmelzen und Warmhalten. Inzwischen gibt es davon die zweite Auflage und aus dieser, von dieser Basis her kann ich natürlich nur sagen, wunderbare Veranstaltung. Man sieht es an dem Interesse, es ist unglaublich, dass wir jetzt hier über 50 Teilnehmer haben. Und das zeigt, dass wir, nachdem es die fünfte Veranstaltung ist, mit dem Programm richtig liegen, dass man auf der einen Seite die Grundlagen der Induktionstechnik erklärt und auf der anderen Seite eben die Anwendungstechnik mit allem, was dazu gehört. Vor allen Dingen dann auch mit Referenten, die aus der Praxis kommen und ihre Erfahrungen mit einbringen, sodass also, so kann ich glaube ich sagen, die Teilnehmer hier nach Hause gehen, auf der einen Seite mit einem guten Wissen, wie ihre Anlage überhaupt funktioniert, und auf der anderen Seite eine Reihe von Erfahrungen mitnehmen können, was sie für sich selbst in Zukunft besser machen können. Die Veranstaltung ist für uns sehr positiv. Uns bietet die Veranstaltung natürlich eine schöne Plattform, bekannte Gesichter mal wieder zu sehen, die man es ja nicht geschafft hat zu besuchen, die sich dann doch auf diesen Veranstaltungen wiederfinden. Aber auch haben wir festgestellt, dass Leute, die neu in der Branche sind und auch neu bei unseren Kunden sind, solche Veranstaltungen nutzen. Sehr informativ, ich finde das Skript relativ gut. Ich nehme auf jeden Fall was mit nach Hause. Ja, ich muss sagen, ich bin absolut erstaunt und begeistert über die Resonanz. War also ein sehr interessantes und sehr informative Veranstaltung. War über die Resonanz und den Teilnehmerkreis sehr überrascht, weil es doch immer schwierig ist in diesen Zeiten, auch die Teilnehmer zu bekommen zu solchen Veranstaltungen. Und freue mich, wie gesagt, dass ich teilnehmen durfte, die Gelegenheit hatte, auch ein paar Lösungen von uns vorzustellen, und würde das gerne auch im nächsten Jahr wieder tun, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt. Also wir sind ja Wiederholungstäter. Wir waren schon im Mai auf der EWI-Tagung Härten und Erwärmen. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Ich finde den kleinen Kreis von sehr fachkundigen Teilnehmern sehr interessant. Mir hat letztes Mal und auch dieses Mal die Workshops sehr gut gefallen. Der interaktive Austausch zwischen den Dozenten, den Teilnehmern, den Ausstellern. Man kriegt sehr, sehr zeitnah und sehr präzise eine Rückmeldung und neue Informationen. Und es ist eine sehr gute Veranstaltung. Die war sehr interessant. Als Vortragender hat es mir unheimlich viel Spaß gemacht, vor einem motivierten Publikum, Fachpublikum zu sitzen und diesen Vortrag zu halten. Und die einzelnen Vorträge waren gut zusammengeschnitten, sodass Praxisbeispiele und auch theoretische Teile in einem ausgewogenen System zusammengekommen sind.